Ein bisschen Kopfsteinpflaster, ein Schlagloch oder Fahrbahnunebenheiten und der Bock scheppert plötzlich abartig. Was ist da jetzt los? Wo kommt das her? Servus auf der Ideallinie, ich bin der Jörg und zusammen schauen wir uns das mal an. Mein erster Gedanke, das Scheppern, das muss wohl der Seitenständer sein oder schlägt vielleicht die Kette. Auf der Suche nach dem abartigen Scheppern bin ich dann über die hintere Bremsscheibe gestolpert. Die hat nämlich das abartige Geschepper verursacht. Der Außenring, also die Bremsscheibe, lässt sich nicht nur radial in Laufrichtung, sondern auch deutlich nach innen und außen bewegen. Das ist so nicht in Ordnung. Die Scheibe ist für mich im Eimer. Zum Vergleich die vordere Bremsscheibe. So muss das sein. Zeit, die hintere Scheibe zu wechseln, dann hört nämlich auch das Geschepper auf. Vielen Dank für euren Besuch auf der Ideallinie. Über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen und immer rund um die KTM 1290 Super Adventure S informiert sein. Bis demnächst, euer Caseman.